Zum Tagesordnungspunkt 10, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/4810, Vermeidung von Greenwashing bei der Umstellung der Stromversorgung der Gebäude bzw. Liegenschaften des Landes Nordrhein-Westfalen auf elektrische Energie aus regenerativen Quellen. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Schmalenbach das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, am 16. Oktober 2013 wurde hier auf unseren Antrag hin beschlossen, dass Landesgebäude künftig, das heißt so schnell wie möglich, mit Ökostrom versorgt werden sollen. Frau Brems sagte in der Debatte dazu unter anderem Folgendes, ich zitiere, einer der Aspekte ist, woher kommt in Zukunft unser Strom? Da können wir jetzt schon jetzt unmöglich schnell aktiv werden und die Nachfrage nach Ökostrom deutlich erhöhen. Darum genau geht es. Woher kommt der Strom? Nun, die Antwort ist einfach und kompliziert zugleich. Unser Strom kommt, so wie wir ihn nicht selbst erzeugen und direkt verbrauchen, aus dem Netz. Aus dem großen Stromsee, in den alle Kraftwerke einspeisen und aus dem alle Verbraucher versorgt werden. Wer also etwas ändern will, der muss dafür sorgen, dass neue Kraftwerke ans Netz gehen und sauberer Strom in den großen See fließt. Das Gute daran ist, es ist tatsächlich möglich, als Stromkunde eine Änderung herbeizuführen. Viele Ökostromkunden nutzen diese Möglichkeit schon heute. Sie kaufen zertifizierten Ökostrom, bei dem die Anbieter garantieren, dass der verkaufte Ökostrom innerhalb einer definierten Frist aus neuen Anlagen kommt. Neben der Direktvermarktung von grünem Strom ist das der Weg, der den gewünschten Effekt auf der Angebotsseite hat. Das Schlechte aber ist, man kann sich als Kunde leicht ein gutes Gewissen kaufen und sich nicht darum kümmern, was man tatsächlich bewirkt. Die einfachste Möglichkeit für Anbieter von Ökostrom ist es, REX-Zertifikate zu kaufen und damit schmutzigen Strom zu veredeln. Die Herkunftsnachweise sind billig und selbst Strom aus Braunkohlekraftwerken wird so auf wundersame Weise zu Ökostrom. Rein formal betrachtet stimmt alles. Keiner wird belogen oder betrogen. Nur erreicht wird gar nichts. Erst dann, wenn die Nachfrage nach sauberem Strom das Angebot im Markt übersteigt, dann funktioniert es nicht mehr mit den billigen Zertifikaten und die gewünschte Änderung tritt ein. Davon aber sind wir heute weit entfernt. Wer aber Vorbild für andere sein will, der darf so nicht handeln. Denn das Vorbild wäre ein schlechtes Beispiel für Nachahmer. Die Landesregierung verspricht aber genau das. Sie will bei der Versorgung der Landesgebäude Vorbild sein. Wir wissen, es ist für die öffentliche Hand nicht einfach. Sie muss Ausschreibungen nach europäischem Recht machen und sie kann daran nicht einfach irgendein nationales Ökostromsiegel zur Bedingung machen. Das Umweltbundesamt hat aber genau dafür einen Leitfaden entwickelt. Er ist natürlich im Netz verfügbar und die passende Musterausschreibung ist auch direkt dabei. Sie ermöglicht es, konkrete Vorgaben zu machen, wie groß der tatsächliche Effekt bei der Minderung der CO2-Emissionen sein soll und worauf dabei zu achten ist. Wir glauben da an den guten Willen der Landesregierung und wollen nicht, dass der Kollege Brockes am Ende Recht behält, denn der wunderte sich bei der damaligen Debatte und sagte in Bezug auf die geforderte Umstellung auf Ökostrom, ich zitiere, komischerweise habe ich da den Finanzminister an meiner Seite, der sagt, hier allein auf Ökostrom zu setzen wäre zu teuer. Das kann das Land sich nicht leisten. Insofern ist es schon bemerkenswert, wenn die Koalitionsfraktionen mit ihrem Entschließungsantrag heute einen anderen Kurs vorgeben als den, den die Landesregierung bisher gefahren hat. Konsequent hat die FDP damals gegen den Antrag gestimmt. Ja, das war mir klar, Herr Brockes. Wir denken, dass sich das Land NRW auch den Kauf von Ökostrom leisten kann, der tatsächlich zur Verringerung der Emissionen führt. Wir sind uns sicher, dass sich das Land das leisten muss, wenn es tatsächlich Vorbild sein will. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ellerbrock zulassen? Nein, jetzt nicht. Vielleicht gerne hinterher. Denn wie sollte es sonst noch ernsthaft dem privaten Kunden, dem normalen Bürger erklärt werden, wo die Unterschiede zwischen echtem grünen Strom und umetikierten grauem Strom bestehen? Fragen Sie Verbraucherberater, fragen Sie die Umweltverbände oder fragen Sie den TÜV.
Den ADAC fragen Sie vielleicht besser nicht, was Ökostrom ist. Die können es erklären. Lassen Sie uns gemeinsam im Ausschuss darüber beraten, was vorbildlich ist und was nicht. Dabei können wir auch darüber reden, was sich das Land leisten kann. Etikettenschwindel und Greenwashing jedenfalls kann sich das Land nicht leisten, wenn die Bürger Vertrauen in die Politik haben sollen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die SPD-Fraktion spricht Frau Kollegin Müller-Witt. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der vorliegende Antrag der Piraten ist im Rahmen einer ganzen Reihe von Anträgen, Initiativanträgen, Kleine Anfrage und entsprechende Antworten zum Thema Versorgung der landeseigenen Liegenschaften mit Ökostrom zu sehen. Wie aus dem Verlauf des in dieser Form geführten Dialogs mit den Landesregierungen seit der 15. Wahlperiode abzuleiten ist, schließen die Piraten hier nahtlos an die Linke an. Sicherlich ist es unstrittig, dass nicht zuletzt mit der Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes einerseits, aber auch mit dem rot-grünen Entschließungsantrag, den Sie auch schon zitierten, vom 16. Oktober im vergangenen Jahr andererseits der parlamentarische Wille eindeutig dokumentiert wurde. Die Stromlieferverträge, die der BLB als Ergebnis des 2012 durchgeführten Vergabeverfahrens abgeschlossen hat, haben eine Laufzeit, bitte hören Sie gut zu, bis Ende 2015. Während der Laufzeit dieser Stromlieferverträge ist der Zukauf von Herkunftsnachweisen die einzig praktikable Möglichkeit, den Anteil von Ökostrom an den Stromlieferungen, wie vom Landtag beschlossen, zu erhöhen. Der Herkunftsnachweis bescheinigt in der Form eines elektronischen Dokuments, wo und wie Strom aus erneuerbaren Energien produziert und eingespeist wurde. Mit dem Kauf von Herkunftsnachweisen entfaltet der Nachfrager, in diesem Fall der BLB, seinen indirekten Einfluss auf den Strommix und damit natürlich auch auf die potenzielle Minderung von CO2. Der Kauf von Zertifikaten ist, und das geben wir auch jederzeit zu, immer nur Second Best, solange die vollständige Abdeckung durch Ökostrom von Seiten der Anbieter noch nicht zu jeder Zeit garantiert werden kann. Mit dem jetzt gewählten Verfahren ist unter den genannten Bedingungen a. nach einem Vergabeverfahren gültigen Stromliefervertrag und b. ein nicht permanent zur Verfügung stehendes Angebot an 100% Ökostrom das Bestmögliche erreicht. Die beschlossene Umsetzung des Ziels auf 100% Versorgung der Liegenschaften des BLB mit Ökostrom entsprechend dem Beschluss des Landtages vom Oktober 2013 zu erreichen, ist erst Schritt für Schritt mit der Realisierung der Energiewende erreicht. Frau Kollegin, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schmalenbach zulassen? Gerne. Ja, bitte schön. Ich komme nicht umhin. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie Sie das vorhin meinten. Sie sagten vorhin, wir würden dann nahtlos an die Linke anschließen. Die Linke, ist das diese ehemalige Ökopartei, die es in NRW mal gab? Die Linke ist die Partei, von denen Sie anscheinend einige Mitarbeiter übernommen haben. Würden Sie auch, Frau Kollegin, eine weitere Frage zulassen des Herrn Kollegen Düngel? Würde ich jetzt gerne nicht, weil ich gerne am Thema weiterarbeiten möchte und nicht an der Historie dieser Partei. Solange uns die notwendigen Speichertechniken fehlen und erneuerbare Energie nicht in ausreichendem Maße zu jeder Zeit zur Verfügung steht, werden wir eine hundertprozentige Versorgung mit Ökostrom ohne Abstriche nicht erreichen können. Der Verzicht auf das Instrument der Herkunftsnachweise hieße, den Nachfragedruck nach erneuerbaren Energien eben nicht zu entfalten. Und dies stände im Widerspruch zu dem Landtagsbeschluss. Auch wenn wir momentan Ihren Antrag nicht als an den aktuellen Gegebenheiten des Energiemarktes orientiert sehen, so würden wir uns doch sehr freuen auf eine intensive Debatte mit Ihnen im Fachausschuss. Vielleicht kommen Sie dann zu anderen Erkenntnissen. Danke.
Ja, haben Sie oder haben Sie nicht? Okay. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Fehring. Ja. Lieber Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, manche Themen scheinen einen hohen Wiederholungswert zu haben. Im April 2011 stellte die Linke den Eilantrag Ökostrom jetzt und wurde vom Finanzminister damals darauf hingewiesen, dass ein Stromliefervertrag zwischen RWE und dem BLB bis Ende 2012 besteht, damit die Vertragspartner gebunden sind. Eine weitere Debatte zum Thema 100% Ökostrom zur Stromversorgung der Gebäude beziehungsweise Liegenschaften des Landes fand dann am 16. Oktober, das Datum ist schon mehrfach genannt worden, 2013 hier im Saal statt. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schmalenbach zulassen? Ja, bitte. Ja, vielen Dank, dass ich die Frage stellen darf. Weil hier schon wieder der Verweis auf die Linke kommt, ist Ihnen auch bewusst, dass es diesen Antrag quasi sehr ähnlich auch schon im Jugendlandtag im letzten Jahr gab, der einstimmig angenommen wurde, wo wir uns zum Beispiel dachten, das könnten wir ja auch mal wiederholen, was die Jugend hier so fabriziert? Bitte schön, der Kollege Fehring. Sie werden es danach sehen, mein alter Zeit ist eben im Jugendlandtag, war ich nicht dabei. Ja. Falls... Vielleicht meldet die Landesregierung ja gleich den Vollzug des Auftrags vom 16. Oktober. Herr Schneider schüttelt mit dem Kopf, also noch nicht. Dann wird mal wieder die Entscheidung der Mehrheitsfraktion, das haben Sie ja damals so gefordert, ignoriert. Ich erinnere in dem Zusammenhang daran, dass wir seinerzeit uns ebenfalls bei diesem Thema zur Mitarbeit bereit erklärt haben. Lieber Kollege Schmalenbach, sehen Sie es mir nach. Ich will jetzt nicht auf den vorliegenden Antrag mit den beschriebenen Möglichkeiten und Problemen beim Herkunftsnachweis des Ökostroms eingehen. Theoretische, fruchtlose Debatte sollten wir nicht führen. Mein Ansatz ist die praktische Umsetzung der Energiewende und das nicht nur im Bereich der Landesgebäude, sondern für möglichst viele Energieverbraucher, vor allem im privaten Bereich. Was müssen wir tun, um Strom aus erneuerbaren Quellen zu vergleichbaren Preisen ständig an die Verbraucherinnen und Verbraucher liefern zu können? Ist das 100%-Ziel überhaupt realistisch? Die praktikabelste Lösung, weil dauerhaft lieferbar, wäre hier sicherlich der Einsatz von Wasser- und Biomassestrom. Beide Energieträger stehen in Nordrhein-Westfalen aber nicht unbeschränkt zur Verfügung und sind auch sicherlich zu teuer. Natürlich ist es für den BLB grundsätzlich möglich, ausschließlich Ökostrom für seine Gebäude zu kaufen. Ich habe zwar eben erfahren, Frau Müller-Witt hat erklärt, dass der Vertrag, der ja an und für sich 2012 ausgelaufen sein sollte, jetzt doch bis 2015 läuft. Gut, da müssen wir eben danach mit kluger Einkaufspolitik die Vorbildfunktion des Landes zeigen. Es müsste sich aber auch in den Fachabteilungen und beim BLB rumgesprochen haben, dass man natürlich auch die Eigenerzeugung im Lande forcieren könnte. KWK-Anlagen, Dachanlagen mit Speicherung sind doch längst wirtschaftlich möglich. Warum forcieren wir das nicht weiter? Dachanlagen, nehme ich das Beispiel nochmal, kann man überall aufbauen, werden ständig effizienter und die Sonne schreibt in der Tat ja keine Rechnung. Das ist so. Zudem könnten dann dort die Elektroautos, die wir ja auch zunehmend in der Landesverwaltung anschaffen wollen, aufgeladen werden. Warum verzichtet also das Land bzw. der BLB auf diese Form der Strom-, Wärme- und Kälteproduktion? Warum verzichtet das Land bzw. der BLB auf eine Kostensenkung bei der Gebäudewirtschaftung, die ich ja dadurch erreichen könnte? Privatleute haben längst den wirtschaftlichen Vorteil der reinen Eigenstromnutzung erkannt. Hier bedarf es nicht der im EEG festgelegten Zahlungen. Hier fließt keine sogenannte Subvention und das Land könnte seine Vorbildfunktion bestens darstellen. In diesem Zusammenhang rege ich an, die bestehenden gesetzlichen Vorgaben bei der Stromeinspeisung so zu gestalten, dass der auf Hausdächern und demnächst auf Fassaden zu erzeugende Strom
auch preisgünstig und mit wenig Verwaltungsaufwand an die Mieter abgegeben werden kann. So könnten endlich auch diejenigen positiv an der Energiewende teilhaben, die sich zurzeit noch als die Verlierer fühlen. Hier sollte sich die Landesregierung bei der anstehenden Novellierung des EEG aktiv einbringen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn die Dinge jetzt beschlossen werden in Berlin, dann haben wir doch die Chance, mitzumachen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, Ihr Anteil in dieser Form ist wenig hilfreich. Sie sollten ihn für die weitere Beratung den tatsächlichen Bedingungen anpassen. Und den Kolleginnen und Kollegen der regierungstragenden Fraktion möchte ich zurufen, helfen Sie mit, dass der Mieter künftig an der Eigenstromnutzung teilhaben kann. Vielen Dank, Herr Kollege Fehring. Würden Sie bitte noch einen Moment am Rednerpult bleiben? Es liegt eine Kurzintervention von Herrn Dr. Paul vor. Herr Dr. Paul, Sie haben das Wort. Moment, müssen Sie eben noch eindrücken. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Fehring, da Sie das jetzt auch gebracht haben, ebenso wie Frau Müller-Witt, wollte ich zur Abrundung, um ein Gesamtbild quasi herzustellen, nur mal anfügen, dass wir natürlich Mitarbeiter von der linken Fraktion übernommen haben. Wir haben auch Mitarbeiter von der CDU-Fraktion übernommen. Mein persönlicher Mitarbeiter war 25 Jahre Mitglied in der FDP und unser Fraktionsgeschäftsführer langjähriges SPD-Mitglied mit einer Ministeriumstätigkeit unter Raimund Jochimsen. Ich frage in diesem Zusammenhang Sie und auch die Vorrednerin, ist bei der CDU und der SPD-Fraktion bei Mitarbeitern jetzt gerade sowas wie Gesinnungsprüfung? Gehört das zu Ihrer Fraktionskultur? Ist mir nicht bekannt, aber man darf ja klüger werden. Vielen Dank, Herr Kollege Fehring. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Brems. Ja, okay. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, liebe Piraten, keine Angst, ich gehe jetzt nicht auf Ihre wunde Stelle der Linken ein. Also das machen wir nicht. Ne? Ich habe nur bei dem Redebeitrag eben und auch bei Ihrem Antrag gedacht, oh, wie schön ist Opposition. Ich sag mal, das ist natürlich alles einfach. Gestern, wir haben eben schon Zwischenrufe dazu gehört. Es wäre schön gewesen, Herr Fehring, wenn wir die vielen richtigen Auslassungen, die Sie eben hier gemacht haben, gestern in der Energiedebatte von Ihrer Fraktion gehört hätten. Da haben wir Sie leider schmerzlich vermisst. Sie haben viele richtige Sachen gesagt. Ich möchte Ihnen an einer Stelle widersprechen. Denn 100% erneuerbare Energien werden in Deutschland auf Photovoltaik und Windenergie basieren. Und obwohl sie so volatil sind, wie Sie eben gesagt haben, kriegen wir das hin mit ein wenig technischem Aufwand. Aber technisch ist das alles machbar, dass wir dafür Lastmanagement brauchen. Netze und Speicher haben wir an vielen anderen Stellen schon miteinander besprochen. Denn Windenergie und Photovoltaik sind die beiden, die hier bei uns genau das Potenzial haben. Die anderen Energieträger leider eben in dem Umfang so nicht. Ja, zurück zum Antrag. Oh, wie schön ist Opposition. Ich persönlich habe im Laufe meines schon mehr als 15-jährigen andauernden politischen Engagements leider auch mal schmerzlich kennenlernen müssen, dass man eben, bis man ein Ziel erreicht, auch ein bisschen Zeit vergehen kann und es manchmal auch viele kleine, aber beharrliche Schritte braucht. Ich muss zugeben, dass eine Zertifikatebeschaffung, wie Sie das eben auch hier gesagt haben von den Piraten, nicht das ist, was ich mir persönlich unter Ökostrom vorstelle. Aber an Verträge ist man nun leider einmal gebunden. Und deswegen gilt aber trotzdem unser eigener Antrag, den Sie ja auch passend schon erwähnt haben, mit der Formulierung, die dort gewählt ist, der schnellstmöglichen Umstieg. Und daran arbeiten wir auch ganz klar. Für mich ist klar, für uns, für die grüne Fraktion, dass bei der nächsten Ausschreibung eben allerdings deutlich schärfere Kriterien für Ökostrom gelten sollten, wie es zum Beispiel das grüne Stromlabel hat. Da werden eben dann ausgezeichnet bestimmte Anforderungen an das Alter der Anlagen, es, wenn möglich, vielleicht auch noch regionale Bezüge gibt. Und wir brauchen eben wirklich Strom aus erneuerbaren Energien mit entsprechenden Herkunftsnachweisen. Und auch noch mal gerne an alle gerichtet,
Das alles muss nicht teurer sein. Ökostromanbieter gewinnen auch heute schon eben am freien Markt Ausschreibungen. Ich habe das selbst in meiner Heimatkommune schon mehrmals erlebt. Und von daher lassen wir das da auf uns zukommen und schauen dann da, dass wir entsprechende Nachweise auch fordern. An einer Stelle gebe ich Ihnen recht, wir haben noch einiges zu tun, aber glauben Sie uns, wir sind da dran. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brems. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Brockes. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, die Piraten beziehen sich ja, wie im Text nachzulesen ist, auf den Antrag vom Oktober letzten Jahres. Und den haben wir damals bereits abgelehnt, weil wir damals sehr deutlich gesagt haben, dass dies eine reine Alibi-Veranstaltung ist, die letzten Endes nur für den Steuerzahler teuer wird, weil der BLB hier alibimäßig die Zertifikate kauft. Und das, lieber Kollege Schmalenberg, das haben wir, Schmalenbach, pardon, das, Herr Kollege Schmalenbach, haben wir im Oktober schon gesagt. Also von daher herzlichen Glückwunsch, dass Sie jetzt nach einem halben Jahr gemerkt haben, dass Sie dort einen Alibi-Beschluss gefasst haben. Aber Sie haben sich ja so gefreut, dass Rot-Grün mit Ihnen da den Weg gegangen ist. Herzlichen Glückwunsch jetzt zu dieser späten Erkenntnis, meine Damen und Herren. Denn man muss eines ganz klar sagen, die Verträge, die liefen damals schon. Und das war allen bekannt, dass der Vertrag bis 2015 gilt. Also musste man, wenn, Zertifikate zukaufen, was Sie heute hier beklagen. Wenn Sie wirklich über die Nachfrage den Ausbau fördern wollten, dann, Herr Kollege, müsste man aus dem EEG rausgehen und stattdessen ein Quotenmodell entsprechend installieren, weil dann die Nachfrage entsprechend auch Auswirkungen auf den Ausbau hat, meine Damen und Herren. Aber Ihr Antrag, um das auch zu sagen, hat auch einige Inkonsistenzen, wenn Sie zum einen sagen, Sie wollen 100% Ökostrom, aber dann nur eine Verringerung um 50% der CO2-Ausstoßes, dann ist das natürlich, dann passt das nicht zueinander. Denn wenn Sie 100% Ökostrom haben, heißt das auch, dass Sie 0% CO2-Ausstoß haben. Also deshalb, meine Damen und Herren, auch diesem Antrag, wir werden ihn weiter behandeln, kann man so nicht zustimmen. Wir werden uns mit dem Thema sicherlich im Ausschuss noch beschäftigen, aber Zustimmung wird es sicherlich nicht finden. Insofern komme ich zum Ende und freue mich jetzt auf die Ausführungen des Energieexperten der Landesregierung. Herzlich willkommen im Parlament, Herr Schneider. Vielen Dank, Herr Kollege Brockes. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Schneider in Vertretung von Herrn Minister Dr. Walter Borjans. Herr Minister, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Über Expertentum lässt sich vortrefflich diskutieren. Bei mancher Diskussion am heutigen Tag habe ich mich auch gefragt, wer spricht hier eigentlich über was? Sie können sicher sein, wenn die Landesregierung zu einem Antrag Stellung nimmt, dann hat dies auch Substanz. Meine Damen und Herren, NRW benötigt allein für seine Verwaltungsgebäude jährlich etwa so viel Strom wie 100.000 Privathaushalte. Deshalb veröffentlicht der Bau- und Liegenschaftsbetrieb seit 2008 den Bedarf einer europaweiten strukturierten Stromausschreibung, um die Lieferung von börsennotiertem Strom getrennt von Abrechnung und anderen Dienstleistungen beauftragen zu können. Die Stromlieferverträge, die im Ergebnis des Jahres 2012 durchgeführten Verfahren geschlossen wurden, haben, darauf ist schon mehrfach hingewiesen worden, eine Laufzeit bis Ende 2015. Während der Laufzeit ist der Zukauf von sogenannten
Herkunftsnachweisen die einzige praktikable Möglichkeit, den Anteil auf 100% Ökostrom zu erhöhen. Bei der Qualität des auszuschreibenden Ökostroms soll sowohl die Verfügbarkeit auf dem Markt berücksichtigt als auch ein nachhaltiger Umwelteffekt erzielt werden. Eine erste überschlägige Berechnung ergibt dabei ein mögliches Minderungspotenzial zwischen 40% und 50% des derzeitigen CO2-Ausstoßes. Ab 2016 wird der BLB NRW den Strombedarf der Dienststellen des Landes direkt mit der Qualität Ökostrom decken. Es werden Kriterien entwickelt, die unter den gegebenen haushalterischen Rahmenbedingungen einen noch ambitionierteren Klimaschutz sicherstellen sollen. Aus diesen Gründen muss auf marktübliche Ökostromprodukte gezielt werden. Der Beleg, dass es sich um Ökostrom in der gewünschten Qualität handelt, erfolgt auch hierbei üblicherweise durch Herkunftsnachweise. Fazit, meine Damen und Herren, die Beschaffung von Ökostrom ohne Herkunftsnachweise für die erforderliche Menge in NRW ist bislang praktisch nicht möglich. Daher kann die Landesregierung den Antrag der Piraten in diesem Punkt nicht befürworten. Die qualitativen Anforderungen werden unter den gegebenen haushalterischen Rahmenbedingungen bereits bestmöglich berücksichtigt. Für die geplante Ökostrom-Neuausrichtung im Jahr 2015 wird dann erneut geprüft, ob der Strommarkt geeignete Alternativen zu Herkunftsnachweisen bietet. Herr Minister, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Schmalenbach zulassen? Bitte schön. Ja, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Uns ist ja jetzt mehrfach auch gesagt worden, dass wir da den Zeitpunkt verpasst haben. 2012 wurden die Verträge offensichtlich verlängert. Ich verstehe das dann also richtig. Einerseits wird gesagt, wir hätten uns da früher darum kümmern müssen, da hätten wir mehr Initiative ergreifen müssen. Andererseits hat aber eine rot-grüne Regierung tatsächlich bei der letzten Vertragsänderung 2012, die es ja gegeben hat, nicht dafür gesorgt, dass es Ökostrom wurde, mit dem die BLB-Gebäude versorgt wurden. Das ist korrekt, ja? Ich habe jetzt doch dargelegt, welche Gründe damals für die Vorgehensweise, die gewählt wurde, vorhanden waren. Sie können das im Protokoll noch mal nachlesen. Gut. Herr Minister, weiß nicht, sind Sie mit Ihrer Rede fertig? Ich bin fertig. Dann bitte ich Sie hierzu. Ja, was ist denn nun? Nein, ich weiß jetzt nicht, ob Sie. Es liegt eine Kurzintervention vor. Bitte schön. Deswegen frage ich, und zwar der Kollege Witzel von der FDP-Fraktion hat sich zu einer Kurzintervention gemeldet. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister Schneider, ich habe einen Aspekt, auf den ich noch mal gerne eingehen würde nach Ihren Ausführungen hier im Plenum. Sie haben gerade dargestellt, dass wir eine faktische Situation im Land Nordrhein-Westfalen erreichen können von 100% Ökostrom durch den BLB-seitigen Zukauf von Zertifikaten. Ihnen ist fachlich bekannt, dass es sich hier um reine Herkunftsnachweise handelt, also das, was Sie gerade bezeichnet haben als nachhaltigen Umwelteffekt, nur sehr eingeschränkt gegeben ist, weil es ja in Wahrheit keine Verhaltensänderung im Produktionsverhalten in dem Augenblick jedenfalls entsprechend gibt. Wenn wir dann hier gleichzeitig Vorschläge der Grünen hören, die ja jetzt noch bei zukünftigen Ausschreibungen ein irre bürokratisches Verfahren durchführen wollen, bis hin zur Erfassung vom Alter von Produktionsanlagen, wollte ich Sie einfach fragen, Herr Minister Schneider, welche Kosten entstehen eigentlich heute jährlich dem Steuerzahler in Nordrhein-Westfalen durch diesen Erwerb
von Herkunftsnachweisen, die ja wie gesagt keine direkte Produktionssteuerung darstellen. Können Sie das darlegen? Dies kann ich an dieser Stelle nicht qualifizieren und Ihnen detaillierte Zahlen nennen. Die Problematik der Herkunftsnachweise sind der Landesregierung sehr wohl bekannt. Ich habe darauf hingewiesen. Vielen Dank, Herr Minister Schneider. Werte Kolleginnen und Kollegen, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor und wir sind damit am Schluss der Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages Drucksache 4810 an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk federführend sowie an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist die Überweisung einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11, erste Lesung, Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Drucksache